Ja, Walter, wir wollen uns heute über ein südbayerisches Thema unterhalten, das aber über Südbayern hinausgeht. Es findet am 23. Juni auf der Untern Firstalm der Alpengipfel Europa statt. Der hat das Motto: Bleibt der Bauer, lebt die Alm. Was heißt das für dich? Es heißt für mich, dass wir gemeinsam zum Ausdruck bringen wollen, wie wichtig hier auch unsere Almen sind. Und dass wir hier natürlich über die Almbewirtschaftung hochwertige Nahrungsmittel erzeugen, gleichzeitig eine Kulturlandschaft erhalten mit einer sehr hohen ökologischen Wertigkeit, zugleich aber damit mit den Ganzen die Voraussetzung schaffen für einen Tourismus. In diesem Gebiet leben 14 Millionen Menschen, 50 Millionen kommen jährlich als Gäste, um sich zu erholen. Und das ist das, was diese Wertsteigerung hier in der Region ausmacht, diese ja, attraktive Situation auf dem Arbeitsmarkt. Da haben andere Wertschöpfungsmöglichkeiten aus dem Tourismus. Also das ist sehr wichtig. Man könnte jetzt das Motto auch umdrehen und sagen: Geht der Bauer, stirbt die Alm. Was sind denn die Probleme, die Schwierigkeiten? Kannst du da ein paar Stichworte nennen dazu? Ja, wir haben hier tatsächlich Schwierigkeiten. Ich habe die 50 Millionen Besucher angesprochen. Hier gibt es einen enormen Freizeitdruck, den wir haben. Und hier gilt es, diesen Freizeitdruck zu lenken, dass er verträglich ist, dass auch die Bewirtschaftung der Almen gemacht werden kann. Die Erschließung der Almen ist ein ganz wichtiger Faktor. Ein weiterer wichtiger Punkt ist an der Stelle die Probleme, die wir womöglich mit großen Beutegreifern, Stichwort Wolf oder Bär, bekommen. Hier geht es wirklich darum, die Bewirtschaftung der Almen ist davon abhängig, dass die Weidehaltung stattfinden kann. Wenn die Weidehaltung nicht mehr geht, dann wachsen die Almen zu. Dann sind die ganzen positiven Folgeeffekte weg, die hohe ökologische Wertigkeit. Der Tourismus, der eine Riesenwertschöpfung in die Region bringt, das Ganze steht und fällt mit der Beweidung unserer Almen. So kann man es verkürzt darstellen. Und da braucht man klare Regelungen, wenn es um das Ausbreiten der Wolfspopulation geht. Hier muss eingegriffen werden. Wir nennen das Ganze Alpengipfel Europa. Es ist der Herbert Dorfmann, EU-Abgeordneter dabei. Es ist der neue österreichische Landwirtschaftsminister Totschnig dabei. Es ist die Michaela Kaneber dabei. Wer ist denn von bäuerlicher Seite dabei? Ja, von bäuerlicher Seite sind viele Vertreter von Landwirtschaftskammern, insbesondere hier in Österreich, aber auch Bauernverbände dabei. Präsident Ruckwied ist zum Beispiel auch mit dabei. Georg Strasser, Österreich, Südtirol, Österreich, Landwirtschaftskammern, Bauernverbände, die Schweiz, Baden-Württemberg, Bayern natürlich, alle mit dabei, weil das ist ja länderübergreifend hier, diese Region. Hier sind wir wirklich mit einem starken Signal unterwegs. Die Politik ist stark vertreten, ja, du hast das angesprochen. Gleichzeitig aber auch aus dem landwirtschaftlichen Umfeld, Bauernverbände, Kammern, Verlage, alles ist hier mit einem Gesamtaufschlag vorhanden, weil wir hier wirklich den dementsprechenden Druck in die Öffentlichkeit tragen wollen, dass hier an der einen oder anderen Problemstelle Handlungsdruck ist und sehr viel auf dem Spiel steht. Und deswegen diese gemeinsame Veranstaltung. Wenn ich da nochmal nachfragen darf, geht es um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit oder geht es um Druck auf die Politik? Beides. Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ist Voraussetzung, dass in der gesellschaftlichen Wahrnehmung solche Dinge eine Rolle spielen. Und wenn sie eine Rolle spielen, dann ist natürlich bei der Politik eher Bereitschaft zu reagieren. Und ich habe Stichwort Wolf angesprochen, hier braucht man die Reaktion der Politik. Wenn wir über die GAP-Reform reden, dann braucht man natürlich entsprechende Fördermöglichkeiten in dieser Region. Da reden wir über die Ausgleichszulage, da reden wir über Agrarumweltprogramme, die hier natürlich vordringlich auch umgesetzt werden. Da reden wir aber auch über Investitionsförderung, wenn hier vor Ort auf der Alm irgendwas baulich gemacht werden muss, was ja erheblich teurer ist als ansonsten. Also hier geht es um Rahmenbedingungen, da müssen wir die Gesellschaft mitnehmen und sensibilisieren, damit wir auch bei der Politik das Gehör finden.